Die vier Aufnahmestudios in Seebach. 1620 Quadratmeter Fläche, 19 elektronische Farbkameras, 3 Sendekomplexe, 96 Mikrofone, ein Untertitelgerät, 14 magnetische Bildaufzeichnungsgeräte. 169 Frauen, 485 Männer. Durchschnittsalter 36 Jahre, verheiratet 350. Mütter und Väter von 371 Kindern. Das Filmlabor in Seebach. 2 Tageslichtmaschinen für Farbumkehrfilme, je 1200 Meter Stundenleistung. Das sind 1 Stunde und 40 Minuten Farbfilm. Temperaturgenauigkeit der Bäder plus minus 1/5 Grad. 850 Mitarbeiter, Frauen und Männer, Gläubige und Konfessionslose, politisch Engagierte und politisch Desinteressierte, Kleine und Große, Fleißige und Faule, Ausländer und Schweizer, übernehmen heute offiziell die Bauten und Einrichtungen in Zürich-Seebach. Produktion im Studio 2. Das Fernsehspiel Pilatus vor dem schweigenden Christus entsteht. Der Stoff des Autors trifft auf die Technik. Geben Sie uns noch mal ein Bild darunter, jetzt groß. Nein, bitte nur von der anderen Kamera, ihr habt noch keins. Abschnittweise wird das Stück über 5 Tage hinweg aufgezeichnet. Als Ganzes wird es erst auf dem Magnetband am Schluss zu sehen sein. Fabrikmäßige Arbeitsteilung, Spezialisierung. Die Spezialisten versuchen die Wünsche des Mächtigsten im Team, des Regisseurs, umzusetzen. Jesus, du stell mal bitte mega Kamera drüber, Jesus. Die, was rot leuchtet hätte, die Einser. Ja. Jetzt momentan auch eben. Also wir haben ein Ausland, wir haben 2, 3 eigentlich England, aber einer davon ist wirtschaftlich. Feature, oder? Das ist doch ein schöner Feature. Bitte, bis eine Länge. 5 bis 6 Minuten. Nein, bis 8,5 Minuten. Oh, Mann. Oh, wei, oh, wei. Rundschau. Ein wöchentlich erscheinendes Magazin für Politik und Wirtschaft mit wöchentlich wiederkehrenden Problemen. Probleme, die allen Magazinen, seien sie politisch, kulturell oder unterhaltend ausgerichtet, eigen sind. Die zeitliche Beschränkung. Dazu setzt die Filmproduktion strenge Bedingungen, sodass der Inhalt, die eigentliche Aussage, in den Stresssituationen vergessen zu werden droht. Machen wir da. Ja, Abnacht ist eigentlich immer gewesen, etwa 5 bis 6 Minuten. Ich habe das also jetzt auch zum ersten Mal gehört vorweg, dass es also 8,5 Minuten geworden ist. Einschränkungen, wo man hinsieht beim Fernsehen. Einschränkungen, aber auch Möglichkeiten. Im Unterschied zu früher trinkt Amerikaner vielleicht nicht mehr 2 Whisky an der Bar, sondern nur noch ein Bier. Genaue Zahlen über den Amerikaner. Filme sind die Hauptbestandteile von Magazinen, jedenfalls am Aufwand gemessen. Sie werden meist nicht von den Moderatoren gemacht, sondern von Journalisten, die das Filmhandwerk beherrschen. Aber mit ihrem Produkt muss der Moderator sich identifizieren können. Mit ein Grund, weshalb gerade heute die Form des Magazins wieder intensiv diskutiert wird, im In- und Ausland. Sehr schön. Ich finde einfach der Hotelier und all diese Geschichten, die finde ich ein bisschen, könnte man das nicht ein bisschen komprimieren? Über 3 Minuten, 2,5 Minuten. Das ist wirklich ganz kurz. Das ist 2,5 Minuten nicht länger. Und das ist so essentiell, was der dir zeigt. Ja, das ist wichtig. Das ist echte Information. Ja, ja. Danke. Moment, Schweizer Fernsehen. Gerne. Einen Moment, bitte. Zentrale. Schweizer Fernsehen, Studio Seebach. Zum ersten Mal in der 20-jährigen Geschichte arbeiten die Zürcher Fernsehmitarbeiter unter einem einzigen Dach. 65 verschiedene Funktionen weist eine Statistik des Personaldienstes für die 654 festangestellten Mitarbeiter aus. Das sind im Durchschnitt nur 10 Mitarbeiter, die die gleiche Tätigkeit, in sich oft wieder eher sehr unterschiedlich, ausüben. Da gibt es 60 Sekretärinnen und 6 Automechaniker, einen Direktor und 54 Redaktoren. 4 Dramaturgen, 38 Kameramänner, 3 Grafiker, 43 Tonoperateure und 5 Feinmechaniker. Sie alle sind direkt oder indirekt an dem beteiligt, was allabendlich beim Zuschauer zu Hause über den Bildschirm geht. Ein hocharbeitsteiliger Betrieb, ständig der Gefahr ausgesetzt, dass der Einzelne das Ziel, das Programm aus den Augen verliert, seine Arbeit als Selbstzweck betrachtet und die Auswirkungen seines Tuns auf das Endprodukt nicht abschätzen kann. Ein Informationsproblem sicher, jedoch nicht nur.
Eines Tages wird man vor der Frage stehen, ob dieses Riesengebilde nicht in kleinere Produktionseinheiten aufgeteilt werden muss, um für den Mitarbeiter das Ganze durchsichtiger zu machen, ihn wieder näher an das Produkt zu führen. In den Bergen schwacher bis mäßiger Nordwestwind. Transparenz schaffen, meint der Direktor. Aber wird die Fernsehfabrik nicht gerade bei seinem bekanntesten Exponenten zur Traumfabrik? Bei der Sprecherin zum Beispiel, vom Fernsehen propagiert, vom Publikum oft heftig diskutiert. Sprecherin, top. Wir begrüßen Sie recht herzlich zur Fortsetzung unseres Abendprogramms, liebe Zuschauer. Fernsehsprecher ist für viele junge Mädchen ein Traumjob. Ist es ein Traumjob? Nein, es ist nicht. Warum nicht? Ansagen schreiben. In die Kabine sitzen, eine Ansage machen und warten auf die nächste. Das ist eigentlich alles. Und das, was sich die jungen Mädchen unter Traumjob vorstellen, das hat mit Unkenntnis zu tun. Sie stellen sich vor, dass sie in so eine interessante Welt und man sieht das auch in Menge sind und das stimmt ja eigentlich nicht. Wir sitzen vor der Kamera oder sitzen hier in der Garderobe und es ist nichts traumhaft. Die Qual der Auswahl. Wenig nur lässt sich aus dem großen Angebot berücksichtigen. Umso strenger muss die journalistische Wertung ausfallen, umso klarer muss das Warum beantwortet werden können. Mit den Läufen in Roten Turm. Besonders zu erwähnen die Auseinandersetzung der Seitenwagengespanne um die Europameisterschaft. Und das Ganze in Farbe für ganze 15% Farbfernsehbesitzer. Was noch vor einigen Jahren undenkbar schien, hat die Technik innerhalb kürzester Zeit zu schaffen gewusst. Ein einwandfreies Farbbild, das höchsten Ansprüchen zu genügen vermag.